Willkommen, meine Lieben, to The Longest Journey. Und ich bin jetzt erstmal still, weil gleich ein Gespräch folgt. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was. Also legen wir los. Prolog, ein Unwetter naht. Ihr seid also gekommen, um eine Geschichte von mir zu hören. Ja. Wir möchten gern eine Ihrer Geschichten hören. Sie haben so viel gesehen, schon so lange gelebt. Danke, dass du mich an mein Alter erinnerst, Kind. Aber keine Sorge, ich bin eine alte Frau, aber ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Und ich habe Geschichten zu erzählen. Welche Geschichte wollt ihr hören? Eine wahre Geschichte. Alle meine Geschichten sind wahr, Kind. Es gibt schon genug Märchen in der Welt. Es gibt keinen Grund, noch weitere zu erfinden. Dann erzählen Sie uns die Geschichte des Gleichgewichts. Du willst die Geschichte des Gleichgewichts hören? Ach, die ist zu lang für einen Abend. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Eine Geschichte, die zu einem wichtigen Wendepunkt im Gleichgewicht wurde und die etwas in Gang gesetzt hat, das bis heute fortwirkt. Oh ja, bitte. Das hört sich genau nach der Art Geschichte an, die wir hören möchten. Na gut. Die Geschichte beginnt, wo sie endet. Wie alle guten Erzählungen. In einem Turm. In einem Reich, das es nicht mehr gibt. Oh mein Gott, Leute, damit ihr diesen Intro sehen könnt, haben mein Freund und ich unheimlich geschwitzt. Entweder hatten wir immer Blackscreen oder es war kein Ton. Wir haben zig Programme und Codes ausprobiert, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass es einfach auf dem normalen PC statt auf dem Laptop prima funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lasst den Vorspann einfach auf euch wirken. Und das sind wir, das ist unser Hauptcharakter, April Ryan. Thank you.
bloß nicht, dass ich schon wieder träume. Es wäre so schön, nur ein einziges Mal durchzuschlafen, ohne nachts um 4 schreiend aus einem Albtraum zu erwachen. Ist das nicht eine geniale Landschaft? So, gehen wir ein Stück nach rechts. Da liegt ein Ei. Was ist los? Huch! Oh, perfekt. Schätze, wenn ich das Ei nicht rette, werde ich 8 Jahre lang vom Pech verfolgt oder so. Das Ei können wir nicht anheben. Das wäre uns zu schwer, aber wir können den Zweig hier abbrechen. Oh, welches Leid wir erdulden müssen. Entschuldigung. Wie? Warum quälst du uns so? Dich quälen? Wer bist du überhaupt? Wir sind die Stimme aller Bäume, der Geist des Holzes und des Blattes. Du bist ein sprechender Baum? Keineswegs. Bäume können nicht sprechen. Zumindest nicht deine Sprache. Die Sprache der Bäume ist die des Holzes, der Wurzel und des Blattes. Na gut, dass wir vorher die Fremdsprache gelernt haben. Wer bist du eigentlich? Wie wir schon sagten, sind wir die Stimme der Bäume. Wenn einem Baum Unrecht widerfährt, sprechen wir für ihn, sofern wir anwesend sind. Der Ast! Das war's! Ich hätte den Ast nicht abbrechen dürfen. Ach, das ist doch nicht bedeutend. Uns kann niemand mehr helfen. Wir sind nur hier, um den Übergang in die Erde zu erleichtern. Wir? Ich sehe nur dich? Wir sind eins mit unserem Wirt. Wie wir auch ein Waldgeist sind. Und dennoch Legionen. Tja, danke für die Erklärung. Wir erwarten nicht, dass du das verstehst. Du bist ein Mensch. Dankeschön. So, jetzt können wir ein paar verschiedene Optionen durchgehen. Wir fangen oben an. Was ist mit dem Baum passiert? Oh, der Schmerz. Als die Schlacht tobte, da... Schlacht? Zwischen der Mutter und dem finstersten Chaos. Sie hat nur ihr Kind beschützt, aber das Chaos wollte nicht weichen. Die Wucht ihres Kampfes hat den Berg erschüttert. Der Quellbach, der uns gespeist hat, wurde in die Ferne gelenkt. Ohne Wasser verdorren wir und sterben langsam. Weiter. Was hast du mit dem Ei zu tun? Ei? Wie? Ach so, natürlich. Das Kind. Wenn die Mutter abwesend war, hüteten wir das Kind. Jetzt aber, verdorrt und ohne Kraft, können wir ihm nicht mehr helfen. Wir haben die Mutter enttäuscht und verzweifeln. Unsere Schande kennt keine Grenzen. Wer warst du nochmal? Wir sind der Waldgeist. Wir kommen in der Stunde der größten Not zu jedem Baum und spenden ihm Trost. Wir geben den Leidenden eine Stimme und erleichtern ihnen den Übergang in die Erde. Naja, also Baumann schreitet zur Tat. Unsere Zeit läuft ab, während wir miteinander sprechen. Der Übergang in die Erde steht bevor. Verlass uns jetzt. Nö. Was ist mit dem Ei? Dafür ist es zu spät. Ohne Stärkung fehlt uns die Kraft, um es sicher heimzubringen. Wir haben versagt.
Die Erde wird ewig um unsere Schmach wissen. Wir möchten natürlich gerne helfen, ist ja klar. Außerdem kommen wir sonst nicht mehr aus dem Traum raus. Kann ich denn gar nichts tun, um das Ei zu retten? Ach, von Menschen erwarten wir keine Hilfe. Lass die Sprüche. Sag mir lieber, ob ich irgendetwas tun kann. Echt? Es ist zwecklos. Wir brauchen Wasser. Aber es gibt keines, seit der Quellbach seinen Lauf geändert hat. Mir fällt schon was ein. Bleib ruhig. Na. Wir sind ruhig. Im Gegensatz zu euch Menschen nehmen wir unser Schicksal an. Solltest du jedoch entgegen aller Voraussicht Erfolg haben. Und das werden wir? Werden wir das Kind sicher in sein Nest zurücktragen. Versuch es nur nicht alleine. Es würde tragisch enden. In dem Spiegelei wahrscheinlich. So, hier hinten haben wir jetzt das Nest. Das können wir uns ein bisschen näher anschauen. Faszinierend. So eine große Schuppe habe ich noch nie gesehen. Ja, schnapp sie dir. Und wenn wir dann hier weiter... Ich behalte sie als Andenken. Ja, mach das. Und wenn wir dann jetzt hier weiter nach rechts gehen, ist auch auf der Pfeil rot zum Wasserlauf. Hier, gehen wir aus dem Weg. Ja, gehen wir aus dem Weg. Hier, wo das Wasser nach unten fließt, ist das, was wir brauchen. Und im Inventar hier haben wir die Schuppe und den Ast. Wir können Inventargegenstände miteinander verbinden. Hey, ich habe gerade eine Wasserleitung gebastelt. April, ich bin stolz auf dich. Ja, ich bin super stolz auf dich. Wenn ihr jetzt wollt, dass das Inventar weggeht, geht ihr entweder hier an der Seite raus oder ihr drückt Escape. Und jetzt können wir hier unsere Bastelei mit dem Wasserlauf verbinden. Na? Hallo. Das müsste passen. Ja. Wir sind so gut, yeah. Wunderschön. Fragen wir doch mal den Baum, wie es ihm jetzt geht. Hallo. Hallo? Hallo. Lass uns alleine. Ich hab dir gerade geholfen. Alles in Ordnung? Unsere Kraft ist wiedergekehrt. Das ist schön. Uns bleibt keine Zeit für müßiges Plaudern. Wir müssen trinken und jubeln. Mhm. Vergessen wir nicht eine Kleinigkeit? Sei still. Hör zu. Das Lied des uralten Holzes. Klingt es nicht wunderbar? Ganz toll. Na klar, wunderbar. Das Junge ist bestimmt ganz begeistert. Das Junge? Das Ei? Der Erde sei Dank. Beinahe hätten wir es vergessen. Oh oh. Oh ja, beim ersten Mal dachte ich auch, super toll, ich hätte dich vertrocknen lassen sollen, aber nein. Und da ist es wieder sicher in seinem Nest. Ey, bestreichelt's noch ein bisschen. Und da kommt Mami. Was war das? Sieht sie nicht absolut genial aus? Oh oh. Pass auf. Yeah. Du bist es. Du bist gekommen. Du kennst mich? April. Tochter. Ich habe dich erwartet. Erwartet? Warum? Weil es hier beginnt. Mit dir. Wie jedes Mal. Was meinst du damit? Riss und Heilung. Schmerz und Freude.
das Ende des Alten und der Anfang des Neuen. Eine andere Welt. Ich bin die Mutter dessen, was heute besteht. Aber du bist die Mutter der Zukunft. Was muss ich tun? Woher werde ich wissen, was zu tun ist? Ich werde dich leiten und nach Kräften beschützen. Am Ende wirst du aber auf dich gestellt sein. Ich habe Angst. Die hattest du schon immer, mein Kind. Meine Tochter. Okay. Das ist keine gute Entwicklung. Die Landschaft ist so geil. Okay. Huch. Kapitel 1. Halbschatten. Oh, war das ein Albtraum? Ich habe bestimmt keine halbe Stunde richtig geschlafen. Ich bin völlig erschöpft. Ich muss mich die ganze Nacht hin und her gewälzt haben. Ist das heiß hier drin? Kein Wunder, dass mich diese Träume plagen. Seit einer Woche wache ich jeden Morgen schweißgebadet auf. Ein sonniger Tag in Newport. Okay, April, steh auf, bitte. Danke. Wenigstens hat das Studio eine vernünftige Klimaanlage. Ich habe mir vorgenommen, den Tag über zu arbeiten. Und diesmal werde ich mich daran halten. Ja, gut, dann können wir hier auf unserem Nachtschrank als erstes mal das Bildchen schnappen. Und das Tagebuch natürlich auch. Wenn wir uns denn jetzt im Inventar Sachen genauer anschauen, wie das Tagebuch hier mit dem Auge, können wir hier jetzt zum Beispiel sehen, dass hier ein Zettelchen raushängt. Den greifen wir. Hey, mein Stundenzettel vom Café. Prima, jetzt kann ich meinen Lohn abholen. Supi. Gut, und dann können wir ja mal gucken, was wir hier noch im Schrank haben. Aller möglichen Kram und ein Äffchen. Wenn wir uns das Äffchen jetzt auch nochmal genauer anschauen, sehen wir, dass hier ein Auge raushängt. Das Auge ist rausgefallen. Der arme Guybrush. Und wenn wir das zweimal angeklickt haben, haben wir es extra im Inventar. Tut mir leid, Guybrush. Ich brauche dein Auge mal. Warum wir das alles jetzt im Einzelnen brauchen, erkläre ich dann immer zu gegebenen Zeitpunkt. Hier können wir nochmal das Fenster eine Runde aufmachen. Ein bisschen lüften, würde ich sagen. Und eine Runde rausschauen. Dann sehen wir einen widerlichen Tümpel, eine blaue Gummiente und eine Wäscheleine. Hier können wir die Wäscheleine abknapsen. Mehr können wir jetzt gerade noch nicht machen, also gehen wir erstmal wieder rein und verlassen unser Zimmer. Ich müsste ins Studio gehen und was tun. Nur noch 2 Wochen, bis die Ausstellung eröffnet wird und mein Beitrag wird und wird nicht fertig. Vielleicht sollte ich mich erst anziehen. Von mir aus kannst du auch in Unterwäsche durch die Gegend laufen, dann habe ich wenigstens was zu gucken. Naja. Hey, Baby! Baby, du siehst heute einmalig sexy aus. Aha. Hör zu, Zack, ich muss los und... Wie geht's zu April? Alles klar? Wie wir mit ihm jetzt springen, ist egal. Es macht im Spielverlauf nichts weiter aus. Also, und ich kann ihn nicht leiden, also bin ich unfreundlich zu ihm. Ich hab wirklich keine Zeit. Wie wär's damit heute Abend? Ein paar starke Extra-Cools, heiße Tänze. Wusstest du, dass ich eine VIP-Karte für den Pavillon habe? Toll. Die sind schwer zu kriegen, Baby. Schön für dich. Nein, Zack, es hätte keinen Sinn. Wieso? Hast du was gegen mich, Baby? Ja. Bin ich dir etwa unangenehm? Das auch. Nein, ich glaube nur nicht, dass wir zusammenpassen. Na, du wirst schon sehen. Du wirst angekrochen kommen, wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, Baby. Und tschüss. Tschüss. Was für ein Armleuchter. Oh ja. Hier bei den Pflänzchen greifen wir uns jetzt noch ein Blatt.
Hier ist noch so ein Computerterminal, das ist aber noch nicht wichtig für uns. Wir gehen jetzt einfach mal nach unten in den Gemeinschaftsraum, nenne ich es mal. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ja, April, lauf. Machst du ganz toll. So, dann können wir uns hier als erstes mal die Pinnwand ein bisschen genauer anschauen. Hier hängt ein pinkes Zettelchen, das schnappen wir uns mal und gucken uns das auch noch ein Stück näher an. Goldring unter dem Wohnzimmersofa gefunden. Der Besitzer soll sich bei mir melden, aber bitte sonst keiner, Fiona. Ich habe tatsächlich mal einen Goldring verloren. Vielleicht ist er das. Ich werde Fiona fragen. Ja. Dann greifen wir uns mal den pinken Zettel und ziehen den auf Fiona drauf. Nicht aufs Sofa, auf Fiona. Ich habe den Zettel an der Pinnwand entdeckt. Ja, jetzt. Es könnte mein Ring sein. Das könnte. Es tut mir leid, aber könntest du ihn beschreiben? Klar. Er trägt eine Gravur. Süße 16. Mein Dad hat ihn mir geschenkt. Das einzige Mal, an dem er meinen Geburtstag zur Kenntnis genommen hat. Ja, das ist er. Ich habe ihn beim Staubsaugen unter dem Sofa gefunden. Da hast du ihn, Liebes. Sieht so aus, als hätten wir Danke. Ihn. Er ist nicht wertvoll, aber irgendwie hänge ich doch daran. Hören wir einfach zu. Der Ring ist sehr hübsch. Ja, ja, das ist er. Das ist das einzige Mal, dass mein Dad mir was Hübsches geschenkt hat. Er hatte an dem Tag wohl beim Pokern gewonnen. Komisch, aber ich hasse ihn nicht mal. Er ist ein Mistkerl und hat mich fast jeden Tag meines Lebens wie Dreck behandelt. Aber er tut mir einfach nur leid. Warum? Weil er nicht lieben kann. Nichts und niemanden. Und weil er bis zu seinem Tod jeden Tag unglücklich bleiben wird. Bin ich froh, dass ich das alles hinter mir habe. Hoffentlich sehe ich ihn nie wieder. Falsch. Ich habe sie aber beschlossen. Ich werde ihn nie wiedersehen. Okay, unsere Familienverhältnisse scheinen nicht so gut zu sein. Mit Fiona zu reden ist jetzt nicht wichtig für den Spielverlauf. Höchstens, wenn man das Spiel noch nicht kennt, um es ein bisschen besser zu verstehen und die Leute, Morgen, Fiona. Leute kennenzulernen. Guten Morgen, Liebes. Du bist ja früh auf. Stimmt, ich konnte nicht schlafen. Alles in Ordnung? Du bist blass um die Nasenspitze. Wen das jetzt nicht interessiert, der kann dann jetzt die restliche Folge wegspulen. Ich werde jetzt hier in dem restlichen Teil vom Part nichts weiter machen, als mit ihr zu reden. Und wen es interessiert, der hört sich's halt an. Ich hatte einen Albtraum. Schon wieder? Mickey auch. Sie ist schreiend aufgewacht und erst wieder eingeschlafen, nachdem ich einen Kräutertee aufgebrüht habe. Albträume? Offenbar. Aber sie erzählt mir nichts drüber. Es ist ihr wohl peinlich. Das sieht Mickey gar nicht ähnlich. Wem sagst du das, Liebes? Verrat es ihr nicht, aber ich habe sie noch nie so aufgewühlt erlebt. Hat mir einen Riesenschreck eingejagt. Keine Ahnung, woher die Albträume kommen. Vielleicht vom Stress. Die Ausstellung steht mir so bevor. Stimmt, ja, die College-Ausstellung. Wie läuft es denn? Frag bloß nicht. Ich weiß nicht, wie ich mein Bild rechtzeitig fertig bekommen soll. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Bestimmt arbeitest du zu viel, Liebes. Entspann dich, genieß deine Jugend. Genusssucht kann einen inspirieren, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Aber du offenbar. Auf dem Gebiet bin ich unschlagbar, Liebes. Frag Mickey. Sie weiß, dass ich im Haushalt keinen Finger rühre, wenn's nicht sein muss. So, dann gehen wir mal einfach die Gesprächsthemen jetzt nacheinander durch. Wo sind heute Morgen denn alle? Mickey hat im Keller alle Hände voll zu tun. Obwohl ich ihr lieber ganz was anderes zu tun gebe. Verlockender Gedanke. Na, lässt du wieder den Lustmolch raushängen, Fiona? So früh am Morgen? Tut mir leid. Ich kann nicht anders. Jedenfalls haben wir kein warmes Wasser. Du hast es bestimmt beim Duschen gemerkt. Also repariert Mickey die Leitung knietief in der Kanalbrühe. Zum Glück nicht mein Job. Was ist mit Charlie? Ist er schon auf? Nee, der schläft noch. Und Emma ist gerade schlafen gegangen, als ich Frühstück gemacht habe. Kennst du ihren neuen Freund? Nö, irgendein Typ. Diese Jungs, mit denen sie ausgeht. Sie ist viel zu schade für diese primitiven Typen. Sie bräuchte mal einen Mann, der sie gut behandelt. In der Liebe hat sie wirklich viel Pech gehabt. Sie zieht Loser magisch an. Sie ist ein hübsches Mädchen. Ach, diese Geier. Mistkerle.
Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden, aber Emma hört einfach nicht zu. Sie ist genauso dickköpfig wie wir beide, Liebes. Aber sie wird's schon richtig machen. Sie ist clever und lässt sich nichts gefallen. Ja. Du solltest an die Luft gehen und das herrliche Wetter genießen. Machst du Witze? Ich zerfließ jetzt schon. Bei der Hitze bleibe ich bis zum Herbst im Haus. Na. Darf ich dich was fragen? Aber natürlich, Liebes. Worum geht's denn? Naja, zum Beispiel... Naja, wo hast du den Ring gefunden? Können wir uns ja nun wirklich sparen. Das stand auf dem Zettel. Erzähl mir was über Emma. Emma? Aber sie ist doch deine beste Freundin, Liebes. Ich kann dir bestimmt nichts Neues über sie verraten. Das stimmt. Wir haben uns auf Anhieb einmalig gut verstanden. Ist schon toll. Wie Mickey und ich. Natürlich vom Sex abgesehen. Das abgesehen macht aber einen großen Unterschied. Stimmt. Emma ist eine verrückte Nudel. Nicht im Sinne von plemplem, sondern eher witzig. Mit ihr macht alles Spaß. Emma war schon immer ein bisschen überdreht. Genau, Liebes. Und die Jungs werden von ihr angezogen wie Motten vom Licht. Oh, sie sieht schon klasse aus. Sie hätte ohne weiteres Model werden können. Aber als Künstlerin macht sie sich ja auch sehr gut. Sie wird bestimmt recht erfolgreich mit ihren Skulpturen. Ganz bestimmt. So, was hast du denn mal von mir gehalten? Was hast du von mir gehalten, als wir uns kennenlernten? Seltsame Frage. Ich fand dich sehr hübsch, tue ich übrigens immer noch. Kannst du dich noch an meine Ankunft erinnern? Natürlich, Liebes, ich bin doch noch nicht senil. Es war im Mai. Charlie hatte dich empfohlen. Du warst ziemlich verloren. Dein erster Tag in der Großstadt. Ich weiß noch, wie verwirrt du aussahst. Verwirrt? Ich? Als du mit dem schweren Koffer angeschleppt kamst, flog dir mein Herz entgegen. Ich bin so froh, dass du zu mir gekommen bist. Oh. Seit wann kennst du Charlie schon? Ach, er ist einer unserer ältesten Mieter. Ich glaube, er ist vor 3 Jahren eingezogen. Charlie ist immer guter Dinge und ein richtiger Gentleman. Das stimmt, er ist wirklich ein Gentleman. Und davon gibt's nicht mehr viele. Er ist dir ein echter Freund, Liebes. Vielleicht sogar mehr als das. Was meinst du mit mehr als das? Ich kann dazu nichts sagen, Liebes. Du wirst es schon merken. Aha. So, auch wenn es mir widerstrebt. Was ist mit Zack Lee? Zack? Von dem haben wir beide wohl die gleiche Meinung. Er ist kein Mistkerl, sonst würde ich ihn schon rauswerfen. Aber er ist ein Armleuchter. Ein ekliger, aufgeblasener Sack. Da hast du recht. Zack ist ziemlich unangenehm. Trotzdem, er zahlt seine Miete pünktlich, macht keinen Lärm und bleibt für sich. Und vor allem hat er sagenhafte Angst vor mir. Ich kann ihn nicht einfach rauswerfen. Gut, dann erzähl uns doch mal was von dir, Mensch. Erzähl mir was von dir, Fiona. Von mir? Da gibt's nicht viel. Ich liebe meinen Job, Venice und Mickey. Ich bin glücklich und zufrieden. Klar, manchmal habe ich Sehnsucht nach meiner Familie in England. Aber das ist schon verflossen. Ich fühle mich hier in Newport rundum wohl. Na, das hört man doch gern. Seit wann bist du schon mit Mickey zusammen? Mickey und ich sind ein Paar, seit ich 19 war. Sie war damals Ende 30. Älter, klüger, weltgewandter. Ich fand sie süß, charmant und faszinierend. Als ich ihr wahres Ich entdeckte, war es zu spät. Ich hatte mich verliebt. Sie hat mich aus meinem tristen englischen Stadtleben entführt und hergebracht. Sie war kein strahlender Ritter, aber sie hat mich als Frau gut behandelt. Ihr beiden passt gut zusammen. Findest du, Liebes? Ja, das tun wir wohl. Und im Bett erstmal. Ach, du musst einfach immer davon anfangen, oder? Och. Immer. Und wenn es mir mal zu viel wird, dann darfst du mich erschießen. Erzähl uns das ruhig näher, würde mich interessieren. Kannst du mir noch was über Emma sagen? Naja, sie sollte wählerischer mit ihren Jungs sein. Sie flirtet zu gerne und viele Kerle ertragen es nicht, wenn man sie dann zurückweist. Vielleicht hört sie da auf dich, ihre beste Freundin. Ich hab's ihr schon gesagt, ohne Erfolg. Das ist schade.
Aber sie ist ein großes Mädchen und kann auf sich aufpassen. Ich mag Emma. Nach dir und Charlie ist sie meine Lieblingsmieterin. Oh yeah, wir stehen drüber. Kannst du mir etwas über das Grenzhaus erzählen? Das ist mein Lieblingsthema, Liebes. Was möchtest du wissen? Warum hast du eine Pension aufgemacht? Das ist eine lange Geschichte. Mickey und ich lieben alte englische Landgasthöfe. So sind wir auch zusammengekommen. Du weißt schon, malerische, verwitterte Häuser, reizende alte Damen und skurrile Namen wie zum wedelnden Schwanz. Aber warum in die Großstadt nach Amerika ziehen? Wir wollten hier in Newport einen gastfreundlichen, anheimelnden Ort schaffen. Ein sicheres Haus für Leute wie dich und mich. Ein Zuhause, wenn auch nur auf Zeit. Also schmiedeten wir monatelang Pläne und beschlossen dann, eine Pension für junge, mittellose Studenten und Künstler zu eröffnen. Und die Pension sollte hier in Venice liegen? Wir wussten schon lange, dass wir hierher wollten. Das Schwierige war, ein bezahlbares Gebäude zu finden. Und dieses Haus war gerade frei? Zuerst nicht. Wie fast alle Gebäude in Venice war es meine Fabrik. Als wir es entdeckten, wollte eine Firma hier eine Bar mit Nachtclub einrichten. Es eignete sich aber so gut für unser Vorhaben, dass wir beim Bezirksamt vorsprachen. Als wir unsere Idee erklärten, gaben sie uns den Vorzug, zu einem günstigen Preis. Und wir halten unser Versprechen wegen der Mieter. Das ist doch nett. Wie seid ihr auf den Namen Grenzhaus gekommen? Er lag so nahe. Das Haus liegt doch an der Grenze zwischen zwei Welten, zwischen Venice und der eigentlichen Großstadt. Außerdem glaube ich, dass wir an der Grenze zweier abstrakter Welten liegen, zwischen Kunst und Geist auf der einen und Wissenschaft und Technik auf der anderen Seite. Das ist sehr poetisch, Fiona. Ja, das habe ich lange geübt. Für ein Großstadtmädel kann ich bei philosophischen Gesprächen ganz gut mithalten. Gehört das Haus dir und Mickey gemeinsam? Ja, es gehört uns beiden. Wir teilen uns die Verantwortung. Mickey hält das Gebäude in Schuss, während ich mich um die Verwaltung kümmere. Ich kümmere mich so um Mietangelegenheiten, entscheide, ob jemand ein Zimmer bekommt oder nicht. Manchmal wird's unangenehm, wenn ich jemanden rauswerfen muss. Ich dachte, das macht dir am meisten Spaß. Na schön. Manchmal schon, aber nicht immer. Kann ziemlich schmutzig werden. Danke für die Auskunft. Schön, dass ich dir helfen konnte, Liebes. Ja, gut, das haben wir. Das Grenzhaus. Mehr ist jetzt eigentlich nicht nötig. Was weißt du denn über Venice? Was weißt du über Venice? In der Geschichte von Venice kenne ich mich nicht besonders gut aus. Frag doch jemanden, der sich für Lokalgeschichte interessiert. Ich weiß aber, dass dieses Viertel mal ein Industriegebiet war. Vor rund 100 Jahren hat man die meisten Gebäude in Wohnheime für Studenten und Obdachlose umgewandelt. Und es ist ein hübsches Viertel. Die Leute sind nett und liberal, es gibt tolle Boutiquen. Fast perfekt, wenn da im Sommer nicht der Gestank aus den Kanälen wäre. Was gibt's über mein Quartier zu erzählen? Dein Quartier? Naja, es ist nur ein Zimmer. Eigentlich eher eine größere Abstellkammer. So klein ist es auch wieder nicht. Es ist eines unserer kleinsten Zimmer, aber billig. Und auf einer schönen Etage. Ich hoffe, es gefällt dir. Klar. Ich fühle mich darin wohl. Es ist praktisch und hat eine interessante Aussicht. Das freut mich, Liebes. Naja. Aber zu erzählen gibt's leider nichts. Weder plötzliche Todesfälle noch verborgene Schätze. Schade. Nur eine lange Folge von Studenten mit knapper Kasse. Magst du Newport? Magst du Newport? Die Stadt? Ich bleibe meistens in Venice. Man vergisst leicht, dass wir eine winzige Enklave in der wuchernden öden Großstadt sind. Ob ich Newport mag? Es ist halt eine der großen Städte unserer Zeit, ob man es nun liebt oder hasst. Und wozu neigst du? Liebe oder Hass? Ich kann mich nicht entscheiden, Liebes. Frag mich in 15 Jahren nochmal. Na gut, dann fragen wir noch ein letztes Mal über das Grenzhaus. Ich würde gern mehr über das Grenzhaus wissen. Was genau möchtest du wissen? Danke für die Auskunft. Oh, alles klar. Schön, dass ich dir helfen konnte, Liebes. Da hatten wir also schon alles durch. Das wär's dann erstmal. Das wär's erstmal an Fragen.
Frag mich jederzeit, wenn du etwas wissen möchtest. Gut, dann beenden wir das Gespräch an der Stelle hier. Ich muss dann los. Zum College? Ja, die Semesterkurse sind vorbei, aber ich muss mein Bild bis nächsten Donnerstag fertig haben. Toi, 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 Liebes. Vielleicht hilft's. Und arbeite nicht zu viel, ja? Ich doch nicht. Gut, und wir sehen uns dann im nächsten Tag. Im nächsten Part wieder. Bis dann.